Folgende Weihnachtsgeschichte habe ich beim Christmas-Special der Schreibwerkschau in der Humboldt-Bibliothek in Berlin-Tegel vorgetragen. Der wahre Geist der Weihnacht von Karin Pieritz. Heute ist Heiligabend und ich sitze in meinem Büro tief unter dem Nordpol, die Beine auf dem Schreibtisch und eine Schüssel mit süßem Gebäck auf dem Bauch. Der Kamin knistert und strahlt wohlige Wärme aus. Ach ja, seufzte ich und esse ein Lebkuchenherz. Sie fragen sich, warum ich nicht die fliegenden Rentiere vor den Schlitten spanne, um mich mit einer Liste bewaffnet zu unzähligen Hausdächern zu begeben? Vergessen Sie diese Klischees. Die sind seit der Erfindung meines alten Freundes Max Planck überholt. Sein dampfgetriebener Quantenduplizierer stellt auf einen Schlag 100.000 Klone von mir her, die sich mittels Quantenmagie an jeden beliebigen Ort der Welt zaubern können. Nach getaner Arbeit übertragen sie ihre Erinnerungen auf mich und lösen sich auf. Seitdem habe ich jeden Heiligabend frei. Hektisches Klopfen ertönt. Ich nehme die Füße vom Tisch und stelle die Schüssel weg. Herein! Tapsi, der Abteilungsleiter vom Warenausgang, kommt herein und stellt sich vor meinen Tisch. Ich muss leider eine Störung des Betriebsablaufes melden. Was für eine Störung! Der kleine Elfenmann wird rot. Ihre Klone sind im Streik. Die Klone sind doch alle ich selbst, sage ich grimmig. Warum sollte ich streiken? Von draußen höre ich lautes Gröhlen, ein Sprechgesang aus 100.000 Männerkehlen. Zu viel Heimlichkeit in der Weihnachtszeit. Tapsi winkt jemandem zu. Der Anführer möchte mit Ihnen sprechen. Einer meiner Klone betritt das Büro. Er sieht aus wie ich, aber in seinen Augen erkenne ich eine wilde Entschlossenheit. Sein Blick erinnert mich an mein jüngeres Ich vor vielen Jahren, als ich noch etwas hatte. Wie heißt noch diese Leidenschaft für unerreichbare Ziele? Richtig, Ideale. Also, frage ich. Wir haben abgestimmt, antwortet mein Klon. Wir liefern keine Geschenke mehr aus. Ich starre ihn fassungslos an. Wollt ihr den Kindern keine Freude mehr machen? Unsere Geschenke bringen keine wahrhaftige Freude, schimpft er. Sie fördern nur das gierige Verlangen nach immer mehr. Die Erinnerungen meiner früheren Klone lodern in mir auf wie ein Leuchtfeuer. Kinder, die ihre zahlreichen und teuren Geschenke gierig aus den Verpackungen reißen, kurz mit ihnen spielen und sie dann sofort wieder vergessen. Dann lasst ihr Weihnachten dieses Jahr ausfallen? Nein, entgegnet er, es wird eine Bescherung geben, aber eine vollkommen andere als bisher. Er dreht sich um und marschiert nach draußen. Warte doch, rufe ich. Tapsi und ich folgen ihm in die gigantische Werkshalle. Dort stehen 100.000 Weihnachtsmänner mit grimmigen Blicken. Männer, donnert mein Klon. Millionen Kinder leiden unter den Kriegen auf der Welt. Heute werden wir ihnen etwas geben, indem wir den Erwachsenen etwas nehmen. Wir vernichten alle Waffen auf der Erde, die es gibt. Lauter Jubel ertönt, dann verschwinden die Männer mit einem Knall. Soll ich den Quantenduplizierer anfeuern, um sie noch einmal zu klonen? Fragt Tapsi. Nein, antworte ich. Meine Klone tun das Richtige. Ihre Tat hilft den Kindern mehr als jedes Ding. Ich lege meine Hand auf seine Schulter. Komm, alter Freund, lass uns auf den wahren Geist der Weihnacht anstoßen. Im Büro habe ich noch einen leckeren Zimt.